Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute geht es um ein unglaublich spannendes Thema, nämlich Digital Marketing. Jetzt, wo wir die Grundlagen geklärt haben und du weißt, wie es mit dem Done-for-You-Modell und Master Reseller Rights auf sich hat, schauen wir uns mal die Vorteile an, die das Marketing-Modell überhaupt mit sich bringt. Warum entscheiden sich so viele Menschen dafür, ein digitales Business aufzubauen? Einer der größten Vorteile ist, dass es extrem einfach ist, in diesem Business einzusteigen. Du brauchst keine teuren Büromieten, keine Lagerhaltungskosten und keine großen Investitionen in physische Produkte. Alles, was du benötigst, ist ein fertiges digitales Produkt, wie zum Beispiel einen Kurs mit Master Resell Rights und eine Plattform, um es zu verkaufen. Dadurch fallen viele der typischen Kosten und Risiken weg, die mit einem traditionellen Business verbunden sind. Ein weiterer riesiger Vorteil von digitalen Produkten ist die Skalierbarkeit. Während du bei physischen Produkten oft durch Lagerbestände und Produktkapazitäten begrenzt bist, gibt es bei digitalen Produkten keine Obergrenze. Du kannst dein Produkt so oft verkaufen, wie du möchtest, ohne dass zusätzliche Produktionskosten anfallen. Dein Produkt ist 24/7 verfügbar und du kannst gleichzeitig an viele Kunden weltweit verkaufen, ohne dass du mehr Arbeit hast. Das bedeutet, dein Einkommen kann unbegrenzt wachsen, während dein Aufwand konstant bleibt. Mit einem digitalen Marketing-Business kannst du von überall auf der Welt aus arbeiten. Egal, ob du im Urlaub bist, von zu Hause aus arbeitest oder in einem Café, alles, was du brauchst, ist dein Laptop und deine Internetverbindung. Diese Flexibilität bietet dir einfach Freiheit, die mit einem herkömmlichen Bürojob kaum vergleichbar sind. Du kannst deine Arbeitszeiten selbst bestimmen und wenn du das Business richtig aufbaust, kannst du dir sogar ein passives Einkommen schaffen. Das bedeutet, du verdienst Geld, auch wenn du nicht aktiv arbeitest. Aber hier an der Stelle, jedes passive Einkommen muss erstmal aktiv aufgebaut werden. Einer der größten Irrtümer ist, dass man einen riesigen Social Media Following braucht, um ein Digital Marketing erfolgreich überhaupt zu sein. Das ist nicht der Fall. Natürlich kann es helfen, bereits viele Follower zu haben, aber selbst wenn du bei Null anfängst, kannst du mit der richtigen Strategie erfolgreich werden. Es dauert vielleicht etwas länger, aber es ist absolut möglich. Du musst lernen, wie du zielgerichtet auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok vermarktest und kannst mit der Zeit organisch wachsen. Digital Marketing umfasst eine Vielzahl von Kanälen und Strategien von Social Media über E-Mail-Marketing bis hin zu bezahlter Werbung oder Affiliate-Marketing. Das bedeutet, du hast viele verschiedene Wege, um dein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen. Du kannst deine Strategie auf das anpassen, was für dich am besten funktioniert und wo du die besten Resultate siehst. Das Beste daran, die meisten dieser Strategien kannst du auch ohne großes technisches Know-how umsetzen. Wenn du dir all diese Vorteile anschaust, wird klar, warum immer mehr Menschen und Unternehmen auf digitales Marketing setzen und sich ein ortsunabhängiges und flexibles Einkommen aufzubauen. Besonders jetzt, wo das Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren enorm ist, lohnt es sich, in diesem Businessmodell zu investieren und loszulegen. Im nächsten Teil sprechen wir über die Herausforderung und Nachteile, die du auch kennen solltest, bevor du startest. Also bleib dran. Natürlich gibt es wie bei jedem Businessmodell, auch im digitalen Marketing, einige Herausforderungen und Nachteile, die du kennen solltest. Es ist wichtig, ehrlich und realistisch zu bleiben, damit du gut vorbereitet bist und weißt, worauf du dich einlässt. Auch wenn das Modell einfach zu starten ist, musst du am Anfang Zeit investieren, um es zum Laufen zu bringen. Du wirst nicht von heute auf morgen Ergebnisse sehen. Besonders wenn du noch keine große Reichweite hast, wirst du dir die Zeit nehmen müssen, um die Grundlagen zu lernen, sei es Marketing, den Aufbau deiner Präsenz auf Social Media oder das Erstellen von Inhalten. Der Vorteil ist jedoch, dass du diese Zeit vor allem am Anfang investierst und später, wenn alles läuft, deutlich weniger Zeitaufwand haben wirst. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Selbstdisziplin. Anders als bei einem klassischen 9-to-5-Job gibt es keinen Chef, der dir sagt, wann und wie du arbeiten sollst. Das klingt erstmal sehr verlockend, aber es bedeutet auch, dass du dich selbst organisieren musst.
Ohne eine klare Struktur und regelmäßige Arbeitszeiten kann es leicht passieren, dass du in Prokrastination verfällst und dich in unwichtigen Aufgaben verlierst. Selbstmotivation ist hier der Schlüssel. Der Digital Marketing Bereich boomt und das bedeutet, dass auch der Wettbewerb stark zugenommen hat. Es gibt viele Menschen, die sich in diesem Bereich versuchen und nicht alle werden erfolgreich. Um dich von der Masse abzuheben, brauchst du eine klare Positionierung und eine einzigartige Botschaft. Das heißt, du musst herausfinden, was dich und dein Produkt besonders macht und wie du dich von anderen abgrenzen kannst. Die gute Nachricht ist, auch in einem hart umkämpften Markt gibt es immer noch genügend Platz für neue innovative Ansätze. Obwohl der Einstieg in das Digital Marketing heutzutage leichter ist als je zuvor, gibt es dennoch einige technische Aspekte, die du lernen musst. Dazu gehören Dinge wie das Einrichten von Verkaufsplattformen, die Nutzung von E-Mail-Marketing-Tools oder die Erstellung von Werbeanzeigen. Aber keine Sorge, es gibt viele Ressourcen und Tools, die dir dabei helfen. Und alles wird auch dir in diesem Kurs gezeigt. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto einfacher wird es einfach für dich. Ein häufiges Missverständnis im Bereich Digital Marketing ist, dass viele glauben, sie könnten über Nacht reich werden. Die Wahrheit ist, dass auch dieses Business Zeit braucht. Du wirst nicht sofort Tausende von Euros verdienen, sondern musst dir Schritt für Schritt ein solides Fundament aufbauen. Geduld ist hier entscheidend. Viele geben zu schnell auf, weil sie denken, sie hätten versagt, wenn sie nicht sofort Erfolg sehen. Aber wie in jedem Business braucht es Zeit, Ausdauer und ständiges Lernen, um langfristig erfolgreich zu werden. Trotz dieser Herausforderungen kann das Digital Marketing Business unglaublich lohnend sein. Wenn du die richtigen Schritte unternimmst und kontinuierlich an deinem Wachstum arbeitest, wenn du diese Nachteile im Hinterkopf behältst und bereit bist, die nötige Zeit und Mühe zu investieren, stehen dir alle Türen offen. Lass uns mal gemeinsam über das enorme Wachstumspotenzial von Digital Marketing sprechen in den nächsten kommenden Jahren. Und warum es eigentlich so sinnvoll ist, gerade jetzt damit zu starten. Es ist nicht zu spät, es ist der perfekte Zeitpunkt. Nachdem ich dir jetzt einfach hier mal die Vorteile und Herausforderungen des Digital Marketing Business Modells erklärt habe, lass uns darüber sprechen, warum genau jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um dieses Geschäftsmodell einzusteigen. Das Wachstumspotenzial im Bereich Digital Marketing ist enorm. Studien zeigen, dass der globale Markt für digitale Produkte und Dienstleistungen in den nächsten 2 bis 3 Jahren weiter explodieren wird. Wir sprechen hier von einer Billionenbranche. Immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen verlagern ihre Geschäftsaktivitäten online, sei es E-Commerce, in der Bildung oder im Dienstleistungsbereich. Diese Entwicklung ist durch verschiedene Faktoren getrieben. Ich meine, im Grunde genommen, der Trend für die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Menschen suchen nach Online-Lösungen, sei es für die Weiterbildung oder Produktkäufe oder für Dienstleistungen. Besonders seit der Pandemie haben sich viele Menschen daran gewöhnt, ihre Geschäfte online zu tätigen. Und das wird sich in Zukunft nur noch weiter verstärken. Unternehmen erkennen zunehmend, dass sie ihre Zielgruppe online besser erreichen können, was die Nachfrage nach Digital Marketing und Online-Produkte weiter ankurbeln wird. Und wenn du Fragen hast, ich bin auch da, du kannst mich fragen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass Digital Marketing genau das Richtige für dich ist, dann lass uns gemeinsam durchstarten. Ich biete dir einen fertigen Digital Marketing-Kurs mit Resell Rights an. Ja, mit Master Resell Rights an. Das bedeutet, du bekommst ein komplett fertiges Produkt, das du sofort weiterverkaufen kannst, zu 100% Gewinn. Alles, was du machen musst, ist es zu vermarkten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du diesen Kurs nutzen kannst, um sofort loszulegen, dann klicke auf den Link in der Beschreibung. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Tipps und Strategien rund um Digital Marketing, KI, Branding und Social Media verpasst. Lass uns gemeinsam den Weg zum Erfolg gehen. Ich freue mich, dich auf dieser Reise zu begleiten.